Der Vorsitzende der FIFA-Ethikkommission, Hans-Joachim Eckert, hat die Kritik nach Veröffentlichung des Abschlussberichts über Korruptionsvorwürfe bei den WM-Vergaben 2018 und 2022 gekontert. Der 42-seitige Bericht ist von Eckert verfasst, beruht aber auf den Ermittlungen seines FIFA-Kollegen Michael Garcia und ist nur eine verkürzte Version dessen Recherchen. Garcia hatte 2 Jahre lang im Fall der Korruptionsvorwürfe ermittelt. Insbesondere Russland und Katar waren im Visier des US-Amerikaners. Der 53-Jährige hatte Bedenken geäußert, dass seine Erkenntnisse in dem Bericht nicht richtig wiedergegeben würden. Russland und Katar wurden von allen Korruptionsvorwürfen freigesprochen. Eckert hat in der Zwischenzeit ein Statement veröffentlicht, das seine Arbeit verteidigen soll. Ich bin überrascht, nicht schockiert. Ich mache diesen Job seit langem, mich kann nichts mehr überraschen. Vieles in meinem Bericht habe ich Wort für Wort von Garcia übernommen. Während eine Einigung wohl in weiter Ferne liegt, laufen die Planungen für die beiden Weltmeisterschaften derweil weiter.